Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und ich habe ein neues Eisenbahngebäude. Jawohl, es kommen nicht nur ständig neue Loks und neue Wagen, es kommt auch Zubehör für die Eisenbahn. Also neben unseren neuen Eisenbahnmotoren und der Fernsteuerung beispielsweise auch mal wieder ein neues Gebäude. Dieser Güterschuppen hier wurde von uns, ich glaube von Klaus, bereits in einem Preview-Video angeteasert und jetzt ist das Set im Verkauf. Jetzt schauen wir es uns natürlich auch genau an. Bevor ich es vergesse, zu diesem Set gehören drei Schienen. Die habe ich jetzt einfach mal mit was bestückt, mit einem Prototyp. Ich glaube, es ist eine V60, hat mir zumindest Pascal verraten, und einem unserer Güterwagen aus dem Fünfer-Set. Das würde jetzt hier ganz gut passen. Der wird hier entladen und das Zeug wird dann hier in den Güterschuppen geräumt. Also, ihr seht, wir haben hier exakt eine Länge von drei Schienen, also von 48 Noppen hier in der Länge. Die Breite beträgt 32 Noppen, in dem Fall also zwei Schienen in der Länge. Ist natürlich so gemacht, dass man es schön auch zwischen die Gleise stellen kann. Man kann hier ein Gleis hinlegen, man kann da ein Gleis hinlegen. Hier gibt es diesen Fußweg nach unten, hier drüben gibt es ihn auch. Man könnte alternativ auch hier das Gleis entlang führen und hier fährt man dann mit LKW vor. Vielleicht ist das sogar die richtige Vorgehensweise, dass man hier die Bahnstrecke hat und hier dann LKW zum Beladen hat. Und LKW haben wir ja auch einige, ihr wisst es ja. Von außen sieht es schon mal ganz schick aus. Wir haben auch mal einen Bluebrick, einen blauen Karton. Wir haben jede Menge solcher Paletten. Noch simpel gebaut, aber ich finde, es sieht schick aus. Hier in der Mitte funktioniert nur die eine Noppe, denn hier draußen, um es hier in der Mitte anzubringen, bräuchte man hier eine 1x1 Plate mit einer offenen Noppe. Und diese Plates mit offenen Noppen gibt es nur in rund. Also das in der Mitte hält so. Hier außen kann man dann die ganz normalen 1x1 Plates nehmen. Also, falls ihr euch selbst sowas bauen wollt, jetzt seht ihr, wie es geht. Aber ihr müsst ja gar nicht hier genau zugucken. Ihr könnt euch auch einfach die Bauanleitung runterladen. Das wisst ihr. Ihr könnt euch von allen unseren Bluebrick Specials die Bauanleitungen runterladen, ohne dass ihr das Set kauft. Wenn es euch gefällt, kauft ihr es vielleicht oder ihr baut es mit euren eigenen Steinen. Das ist ja euch überlassen. Unsere Bauanleitungen sind kostenlos zum Download erhältlich. Was haben wir hier noch? Eine Kabeltrommel. Okay. Mit so einer Schnur drauf, mit jeweils der Noppe am Ende. Vier Säcke, die finde ich ja auch immer cool. Kann man hier mit einer Minifigur anfassen. Also Ladung, eine Sackkarre, eine blaue Sackkarre haben wir auch. Jawohl. Und hier haben wir einen Kran, der funktioniert auch, ne? Der fährt halt rauf und runter. Es liegt entsprechend auch Seil dabei. Und wir haben auf beiden Seiten Schiebetüren. Und hier ist gerade so voll. Ich zeige es mal von hier drüben. Wir haben hier ja diese Fliesen eingebaut. Die sehen an der Ecke schön dekorativ aus, halten aber auch exakt an der Stelle, an der das Tor dann komplett offen ist, die Türen auf und sorgen dafür, dass die Türen seitlich nicht einfach komplett rausrutschen können. Das also sieht nicht nur gut aus, erfüllt auch einen Zweck. Jetzt ist die Öffnung maximal offen und so ist es zu. Ja, wir haben eine große Laterne aus jeder Menge von diesen Technik. Wie heißen sie? Konnektoren, hier diese Röhren, wo man jeweils halt Pin in Pin reinsteckt. Unsere Zweierpins sind im Übrigen schwarz und nicht irgendwie blau oder so. Und dann haben wir das Gebäude selbst. Da kann man natürlich auch reingucken. Man kann das Dach hochklappen, man kann das Dach aber auch abnehmen. Das Dach ist sehr stabil. Sitzt hier auf vier Noppen und in der Mitte auf 8 Noppen hier drauf. Und lässt sich daher leicht entfernen. Man könnte auch das hier jetzt noch rausnehmen, wenn man es ganz, ganz genau sehen will. Bevor ich euch das jetzt kippe, räume ich hier mal ein paar lose Dinge, die dem Set alle beiliegen, weg. Sonst gibt es ein Unglück.
sind zwar noch mehrlose Teile, ja, die auch, sind zwar noch mehrlose Teile drin, aber die stehen eigentlich so, dass sie nicht gleich, ja, ich nehme sie doch raus. Sicher ist sicher. Ah, nee, die stehen sogar auf Noppen. Dann ist ja gut. So. Haben wir drin also auch einen Schreibtischarbeitsplatz und noch Lagerfläche. Hm? Da passt schon einiges rein. Und oh, ha, hier haben wir noch ein Eisenbahnmodell stehen. Ähnlich wie bei unserem klassischen Feuerwehr, bei unserer klassischen Feuerwehrstation, wo ein Feuerwehrmodell drin steht, ist hier offensichtlich jemand Fan von Tenderlokomotiven, hat sich da ein Modell hingestellt. Ist vielleicht sogar ein Modell unserer Baureihe 08 oder 01. Wer weiß das schon? So, was jetzt die Teile angeht, ihr seht, wir haben hier unten jede Menge 16x16 Plates. Das ist hervorragend. Und hier oben am Dach und hier unten jede Menge 8x16 Fliesen. 8x16 Fliesen, hier haben wir auch mal eine hellgraue 6x6 Fliese. Wir haben hier diese großen, an der Oberfläche auch angerauten, genauso wie diese Fliesen, angerauten dunkelgrauen Riesenslopes. Das sind alles sehr coole Teile. Aber ich soll nicht über die Teile sprechen, ich soll darüber sprechen, wie cool das Modell an sich ist. Aber dass es hier jede Menge Mauersteine in Dark 10 gibt, das habt ihr schon gesehen, gell? Ich finde das gut. Ist auf jeden Fall ein schickes Modell. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, sich hier aus zwei dieser Sets, ist noch eine Schiebetür, aus zwei dieser Sets eine größere Lagerhalle zu bauen. Das geht ja problemlos. Und die drei Schienen, die ich euch genannt habe, sind natürlich auch dabei. So, unsere geraden Schienen sollten aber eigentlich auch wieder lieferbar sein. Die kauft ihr wie geschnittenes Brot und wir liefern sie immer wieder nach. So, ja. Und wenn man das Dach richtig aufsetzt, dann passt es auch. Genau. Das ist unsere Setnummer 102788, der Güterschuppen. 1033 Teile. Das Set kostet 64,95 bei uns, ist 38,5 cm lang, 48 Noppen, 25,5 cm breit, 32 Noppen und 20 cm hoch. Sowohl hier am Giebelfirst als auch am Dachfirst als auch hier an der Laterne. Ja, es ergänzt schön unsere Eisenbahnserie, macht sich aber auch sonst in der Stadt, finde ich, ganz gut. Und dieses ganze Zubehör hier, Ladung, das passt auch herrlich zu unseren LKW. Also, ich finde, ein ganz gut gelungenes Set. Für heute war es das damit schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt es noch mehr. Auch bei uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.